Ja, heute wieder ein ganz einfaches Programm. Ein Hauptprogramm tut nichts weiter, als sich selber unterbrechen. CurrentThread.interrupt. Jetzt wissen Sie, den Aufruf kennen wir schon aus der Prellverarbeitung. Wir können einer laufenden Faden jederzeit eine Unterbrechung schicken. Was passiert jetzt? Ja. Ich prüfe dann, ob der Faden jetzt unterbrochen ist und drucke das dann aus, unterbrochen, Thread Interrupted, das Ergebnis, oder nicht unterbrochen und Thread Interrupted, das Ergebnis. Die erste Frage ist vielleicht, ist das überhaupt legal? Denn Sie wissen ja, wenn ich eine Unterbrechung empfange, dann muss ich sie ja in einer Catch-Throw-Klausel auffangen. Sie erinnern sich, wenn ich Wait aufrufe, muss ich das immer in Catch-Throw-Block einbauen. Und wenn ich dort dann eine Unterbrechung empfange, dann läuft die entsprechende Klausel ab, die im Falle dieses Ereignisses eben vorgesehen ist. Hier haben wir sowas nicht. Ja. Und das ist auch gar nicht erforderlich, denn wir haben keinen Aufruf gemacht, der eine Interrupted Exception empfangen würde. Ja, es steht sowas nicht da. Ja, also das Programm ist durchaus legal. Wenn ich hier vorher Wait gesagt hätte, geschrieben hätte, hier an der Stelle, dann hätte ich die Interrupted Exception auffangen müssen. Aber das habe ich nicht. Kommt kein Wait, kein Join, kein Notify und sowas, kommt alles nicht vor. Also das Programm ist legal. Dürfen Sie jetzt mal vertrauen. Jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Kommt also unterbrochen und wahr raus oder nicht unterbrochen und falsch raus? Sind die nicht unterbrochen falsch, unterbrochen wahr oder was anderes? Ja? Unterbrochen und false. Stimmt, aber warum? Ja, Sie wissen es offenbar. Ja, okay, das war, Sie haben genau recht. Ich hatte schon erwartet, dass es eh niemand weiß, was eigentlich unfair ist. Aber Sie wissen es sehr hervorragend. Es kommt tatsächlich unterbrochen und falsch raus. Also nicht unterbrochen und wahr, sondern unterbrochen und falsch. Wir nehmen also tatsächlich den ersten Ast unterbrochen und liefern falsch, obwohl das Ding hier wahr lieferte. Der Grund ist, wie Sie richtig sagten, das Interrupted ist nicht nur, gibt mir nicht nur den Zustand zurück, typischer Zustand, ja, sondern setzt den Zustand auf wieder auf nicht unterbrochen. Was haben wir hier wieder? Ein Fall von irreführender Benennung, ja, oder unvollständiger Dokumentation. Interrupted test where the current thread has been interrupted, ja. Aber das ist nicht vollständig richtig. Ja. Schauen wir uns mal die lange Erklärung an. Public Void Interrupt. Unless the current thread is interrupting itself, which is always permitted, das haben wir gerade gemacht, ja. The Check Access Method of this thread, bla 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 und so weiter. Ja. Check Access ist also hier nicht aufgerufen. Da kann es noch zu einer anderen Ausnahme führen. If this thread is blocked in an invocation of the wait und so weiter, Varianten davon, methods of the object class or the join, 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 sleep, sleep methods of this class, then its interrupt status will be cleared. Ah, da steht's endlich. Ja? And it will receive an interrupted exception. Das ist also die Funktion interrupt. Ja? Das andere interessiert uns weniger. If none of them interessiert uns auch nicht. Ja? Also, wie würde ich es denn richtig programmieren? Richtig programmieren ist natürlich erst Interrupt ausrufen und dann, Entschuldigung, gehen wir nochmal zurück. Was hatten wir hier aufgerufen? Wir hatten hier Interrupted aufgerufen. Ja? Wir haben aber und um das richtig zu machen, hoppla, jetzt war ich eins zu weit. Thread, that current thread, das ist das, den wir unterbrechen. Gibt es noch eine zweite Boolsche-Funktion, die heißt is interrupted und die tut dem nichts, dem
im Zustand, sondern gibt dann tatsächlich den Wert unverändert zurück. Ja? Und hier natürlich genauso, wir müssen eigentlich aufrufen, is interrupted anstelle interrupted. Okay, aber wir hatten so einen Fall mal, also interrupted nur benutzen, wenn man den Status auch tatsächlich zurücksetzen will. Und ansonsten ist das wieder mal eine Erklärung, warum man gute Methodennamen benutzen sollte. Zum Beispiel get and clear interrupted wäre so ein Bezeichner, der ganz klar sagt, was passiert. Ja? Und dann die Methode auch vollständig dokumentieren. Okay, das war schon alles an diesem Rätsel. Das heißt, wir können gleich mit der Matrizenmultiplikation weitermachen. Also wir waren stehen geblieben, die Matrizenmultiplikation zu besprechen. Wir haben diese Folie schon gesehen. Die Matrizenmultiplikation in der Regel geht so, dass Sie eine Zeile mit einer Spalte multiplizieren und die Zeile und die Spalte, die Sie miteinander multiplizieren und natürlich die Produkte aufaddieren, kommt dann in die entsprechende Ergebnis von Ergebnismatrize. Ja? Und da hatten wir gesagt, das ist blöd, weil hier B spaltenweise durchlaufen wird und das ist schlecht für einen Cache. Denn Caches enthalten die Daten der Reihe nach und nicht in Sprüngen. Daher müssten wir bei jedem Zugriff auf ein B, I, J, jedes Mal einen Cache-Aussetzer verkraften können. Was heißt, dass ich eine Cache-Zeile aus dem Cache in den Hauptspeicher schreibe und eine neue Cache-Zeile aus dem Hauptspeicher in das Cache schreibe und das dauert so an die 500 Zyklen, 500 bis 1000 Zyklen, je nach Geschwindigkeit des Rechners. Wir hatten dann gesagt, man könne auch eine andere Reihenfolge des Aufbaus des inneren Produkts von Zeile mal Spalte wählen. Ja, wir sagen nämlich einfach, naja, wenn Sie sich diese Zeile anschauen, diese Zeile hier, die wird ja immer mit allen Spalten multipliziert. Jetzt machen wir das nicht mehr für die komplette Zeile A, sondern wir nehmen uns eines davon heraus, gehen dann durch die entsprechende Zeile von B hindurch und multiplizieren jeweils ein Element mit dem A-Element und die entsprechenden Produkte addieren wir immer Schritt für Schritt auf die Elemente in C drauf, wo es hingehört. Ja? Das ist einfach nur eine andere Reihenfolge, wie ich die Skalarprodukte bilde. Ja? Sie sehen auch gleich sofort, dass ich jetzt beim Durchgang durch B und auch durch C das Cache-Problem nicht mehr habe und in A natürlich auch nicht, denn der Zugriff auf das A, das müsste ich mir natürlich holen, aber das passiert nicht in der innersten Schleife. Ja? Wenn Sie ein Programm beschleunigen, dann ist ja die Regel immer, dass Sie sagen, ich muss die innerste Schleife so schnell machen wie nur möglich, dann bekomme ich die beste Beschleunigung. Wenn ich hier außen was rumfummle, das hilft nichts. Ja? Also kommt es darauf an, die innerste Schleife schnell zu machen, da passiert ja die eigentliche Arbeit, das andere ist bloß Steuerung außenrum. Ja? Okay, das haben wir hier gemacht, indem wir dieses AIK einmal rausgezogen haben aus der Schleife, weil man das für die ganze Schleife gleich bleibt. Ja? Also hier erfolgen dann natürlich noch Cache-Aussetzer, wenn die Zeile hier zum Beispiel mit 5, 6, 8 Elementen mal aufgebraucht ist. Dann habe ich natürlich selbst wieder, muss ich wieder die nächste Cache-Zeile holen, aber ich habe diese räumliche Lokalität, wie man das nennt. So, also das ist das Programm dazu. Jetzt ist die Frage auch noch, wie parallelisiere ich das? Beim Parallelisieren geht man gerade einen umgekehrten Weg zum Optimieren. Ja? Zum Optimieren hatten wir gesagt, beim sequenzielles Programm gilt natürlich auch für ein paralleles, innerste Schleife so schnell wie möglich machen. Bei der Parallelisierung könnte ich jetzt hergehen und diese innere Schleife parallelisieren, wenn ich wollte. Ja? Das wäre aber im Gegenteil zu vorhin extrem ungeschickt, denn dann würde ich dieses C immer von abwechselnden Prozessoren beschreiben. Ja? Und hätte außerdem den Aufwand, Fäden anzulegen, jedes Mal, wo ich durch diese Schleife durchgehe. Jedes Mal müsste ich also sagen, neue Fäden anlegen, auswählen, wenn ich einen Pool benutze. Um diese Kosten zu vermeiden, gehe ich her und parallelisiere die äußerste Schleife. Ja? Sie müssen sich überlegen, ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt ungefährlich? Kommt es da zu Wettläufen? Dann muss ich sagen, also die äußerste Schleife bestimmt die Zeile von C, die geschrieben wird. Ja?
Und die innere Schleife hier, wenn ich jetzt also mein C wähle, zum Beispiel diese Zeile, die Zeile, also das sei I gleich 3, dann kommt diese Zeile dran. Und was passiert dann? Dann wähle ich mir hier einen Index hier in das B und einen Index in die Zeile C und wähle dann ein J, nämlich die Spalte. Und die schreiben alle unabhängig voneinander dieses C, diese C-Zeile, also kann da nichts passieren. Ich kann also gerne die Berechnung dieser Zeilen der Matrize parallel ausführen lassen. Das werden wir natürlich auch wieder so machen, dass wir nicht genügend Prozessoren haben, um jeder Zeile einen eigenen Prozessor zu geben, sondern wir fassen das wie bei dem Vektor zusammen, dass wir einfach die Anzahl der Zeilen durch die Anzahl der Prozessoren dividieren und dann jedem einen Streifen der Zeile, einen Streifen von Zeilen in C berechnen lassen. Ja? Also brauche ich nicht mehr hinzuschreiben. Sie wissen, wie das geht, wie Sie so eine Schleife parallelisieren. Ist etwas Schreibarbeit, weil Sie Fäden anlegen müssen, eine Mannschaft zusammenstellen müssen, die Threads initialisieren und mit ihren Grenzen die Grenzen berechnen, die Grenzen übergeben, die A, B, C-Matrize übergeben. Geht aber nach dem gleichen Schema wie die Vektoraddition. Nur, dass ich jetzt auch noch an Zeilen arbeite. Ja? Genau das gleiche Schema. So. Nun, wir haben das jetzt ausprobiert. Und zwar probieren wir es aus an 2000 mal 2000 Matrizen. Das sind also 2 mal 2 sind 4 Millionen Elemente. Und wir haben eine parallele Version mit 2 bis 64 Fäden. Wir verwenden einen Rechner, das ist das Sunfire, mit 8 Kernen und 8 Hardwarefäden, also 8 Registersätzen pro Kern. Wir hatten das Bild mal gesehen am Anfang. Und einen Intel Core 2 Quad, der hat also 4 Kerne, ist schneller getaktet, doppelt so schnell wie der hier, mehr als doppelt so schnell sogar, und hat aber nur einen Hardwarefaden pro Kern. Ja, ich kann zwar 4 Kerne, aber es gibt auch nur 4 Registersätze. Das heißt, das Tauschen von Fäden auf diesem Prozessor wird aufwendiger sein. Ich müsste die ganzen Register neu laden, während ich auf dem hier mit 8 Hardwarefäden pro Kern, was bedeutet 8 Registersätze, 8 MPFS-Register, ja, kann ich mir also 64 Fäden anlegen und das Umschalten unter diesen Fäden ist extrem schnell, weil ich in jedem Instruktionszyklus bei diesem Prozessor wählen kann, ob ein Faden blockiert ist, und wenn er blockiert ist, schalte ich auf den nächsten als Teil des Instruktionszyklus. Okay, so schauen wir mal. Auf der Sunfire, was weiß ich, 2000 mal 2000. Wir schauen uns erst die ganz normale IJK-Matrizenmultiplikation an und dann die IKJ, diejenige, die beschleunigte. Ja? Und hier ist der sequentielle Fall und siehe da, der Unterschied ist beträchtlich. Ja? Sie brauchen in einem Fall 600 Sekunden, im anderen 660, im anderen 260 Sekunden. Das ist etwas weniger als die Hälfte der Zeit. Das ist aber die sequentielle Version. Ja? Und dann schauen wir uns an, wenn wir verschiedene Fädenanzahlen hernehmen, zum Beispiel, wenn wir nur 2 Fäden hernehmen. Interessanterweise läuft es fast exakt halb so, also doppelt so schnell oder in der halben Zeit. 330 mal 2 ist 660. Ja? Wir schauen uns also die IJK-Multiplikation erstmal an, die langsamere. Ja? Aber wenn ich auf 4 Fäden gehe, sinkt die Zeit nochmal um die Hälfte, ja, was auch gut ist. Das muss nicht immer so sein. Und mit 8 Fäden habe ich nochmal doppelt, müsste die Zeit nochmal sinken. Und hier gehe ich um einen Faktor 4 hoch. Das heißt, hier müsste die Zeit idealerweise auf ein Viertel sinken. Und das tut's. Und erst bei 64 ist die Verbesserung nicht mehr so kräftig. Wenn ich hier nochmal verbessert hätte, hätte ich eigentlich auf 10 Sekunden Laufzeit sinken müssen. Aber Sie sehen hier eine Beschleunigung, die sich schön steigert mit der Anzahl der Fäden. Im Fall der IJK-Multiplikation. Und wir schauen jetzt die IKJ-Multiplikation an. Also die IJK-Multiplikation hier am Schluss gibt eine sogenannte Beschleunigung von 45. Ich werde Ihnen später noch die Formel dafür sagen, wie man die Beschleunigung ausrechnet. Die Beschleunigung ist einfach, man nimmt die Laufzeit des sequentiellen Programmes, die Laufzeit des parallelen Programmes und dividiert die beiden. Das läuft also dann so viel schneller, ist die Idee dahinter. Das ist deswegen immer ein Grund der Konfusion, weil Zeit natürlich bei einem schneller laufenden Programm sinkt. Ja? Und die Beschleunigung
steigt bei einem schneller laufenden Programm. Denn wir wollen die Beschleunigung sehen und nicht die Zeit, die gesunken ist. Ja? Deswegen ist es gerade der Kehrwert, nämlich diese Zeit dividiert durch die parallele Zeit. Aber wir sehen die Formel noch. Gut, und da kommt 45 raus, die IKJ-Multiplikation, der geht es nicht ganz so gut. Die ist bei zwei Fäden doppelt so schnell, dann viermal so schnell, dann wieder schneller, wieder die Hälfte der Zeit gebraucht. Hier ist ein Sprung um Faktor 4. Da sehen wir nicht mehr so gut aus, da müssen wir unter 10 Sekunden sein, bei 64 ist es auch nicht mehr halbiert. Ja? Hier kommt eine Beschleunigung, die ist nicht mehr ganz so gut, 32,5, aber die Zeit ist immer noch besser. Ja? Also man bekommt nicht immer ideale Beschleunigung. Genau genommen, diese Beschleunigung um Faktor 2, jedes Mal, wenn ich die Anzahl Fäden verdopple, ist eher ein Sonderfall, der nur dann wahr ist, wenn wirklich die einzelnen Zugriffe auf die gemeinsamen Datenstruktur schön voneinander separiert sind. Das sind sie hier nicht komplett, weil man eine gemeinsame Matrize hat. Die wird ja in Cache-Zeilenweise in den einzelnen Prozessoren reingeladen. Und das muss nicht immer genau passen, sodass ich eine Cache-Zeile habe, von der andere nie etwas haben will. Ja? Und wenn das auftritt, dann bekomme ich einen Konflikt im Zugriff auf eine Cache-Zeile und muss die einfach zwischen den einzelnen Caches der Prozessoren hin und her schieben und dann kann nur einer drauf gleichzeitig arbeiten. Daher kommen diese nicht idealen Beschleunigungen. Eine ideale Beschleunigung hier wäre natürlich 64 gewesen. Ja? Ja, das ist der Punkt zur Beschleunigung. Wie gesagt, ich zeige Ihnen die noch. Und jetzt zum Abschluss noch der Intel. Wie gesagt, schnellere Maschine. Das sieht man natürlich auch. 118 Sekunden versus 600 Sekunden. Das ist fast doppelt so schnell. Mehr als doppelt so schnell. Das ist besser optimiert, hat höhere Taktrate. Hat aber, wie gesagt, nur 4 Prozessoren zur Verfügung. Bei IJK-Multiplikation, bei der Verdoppelung der Fäden sind wir schöne Beschleunigung, nämlich gerade mal Faktor 2, das ist gut, passt ideal. Bei 4 ist es auch noch ideal und dann hilft es nichts mehr. Ja? Woran liegt das? Naja, das liegt daran, dass ich halt nur 4 Prozessoren habe. Wenn ich mehr Fäden einsetze, bekomme ich nicht mehr Rechenleistung aus dem Prozessor herausgeholt, weil nur 4 Prozessoren da sind. Das sieht man hier unten dann auch, wenn ich bei 4 bin, bleibt es eben halt bei 16 oder so. Ja? Und hier ist auch nochmal eine schöne Beschleunigung von 31, also im Faktor 2. Wir kommen also bei der IJK diesmal in Multiplikation, eine Beschleunigung, die fast perfekt ist, und bei der IKJ eine perfekte. Ja, haben wir Glück gehabt. Aber wie gesagt, die Beschleunigung bei 4 Prozessoren sollte natürlich 4 sein. Die Beschleunigung bei 64 Prozessoren sollte 64 sein. Ja? Das ist auch die maximale Beschleunigung, mit der wir rechnen können. Mehr als 64 Mal so schnell können wir nicht sein, wenn wir nur 64 Mal so viel Arbeit leisten können. Ja? Das führt dann zum Konzept der Effizienz. Das zeige ich Ihnen auch als nächstes. Okay, so jetzt kommt noch ein Beispiel. Dieses Beispiel gehe ich nicht im Einzelnen durch. Das geht wieder nach dem gleichen Schema der Gebietszerteilung wie die Vektoraddition, die Sie genau studiert haben. Und zwar geht es um Folgendes. Wir nehmen eine sogenannte numerische Integration. Wir integrieren diese Funktion f durch 1 plus x Quadrat im Bereich 0 bis 1. Dieses Integral ist gesucht und im Übrigen, der Wert dieses Integrals ist p, ist pi, ja, ist die Zahl pi, 3,1415 und so weiter. Also wenn Sie sich die Funktion anschauen, die verläuft ungefähr so und in diesem Bereich müssen wir sie numerisch integrieren. Natürlich können Sie hergehen und hier die entsprechende Integrationsformel benutzen, aber wir integrieren numerisch. Das geht so, dass wir diese Fläche unter der Funktion f mit einer Treppenfunktion approximieren. Was heißt das? Wir zerlegen die x-Koordinate in Streifen der Breite h. Ja, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Streifen. In der Mitte jedes Streifens berechnen wir die Funktion und multiplizieren den Funktionswert mit der Breite des Streifens. Damit haben wir die Fläche eines solchen Streifens. Ja? Und dann addieren wir die Flächen auf. Und je kleiner wir die Flächenabschnitte machen, also je stärker wir diese Achse von 0 bis 1 unterteilen, desto genauer wird unser Pi-Wert sein. Ja? Der ist natürlich jetzt ungenau, wie Sie sehen an diesen Zacken hier,
Wir sind nicht unbedingt, hier haben wir was vergessen, hier haben wir dafür etwas zu viel. Und je nach Gefälle und Krümmung der Funktion schleicht sich hier ein kleiner Fehler ein. Und den minimieren wir, je schmäler wir die Streifen machen. Und das ist dann auch ganz einfach programmiert. Und natürlich nehmen wir mehr als 8 Streifen her. Ja? Sondern wir nehmen 10.000 Streifen her oder 100.000, das lassen wir uns einstellen. Ja? Und wenn wir Hunderttausende von diesen Berechnungen machen müssen, dann gehen wir natürlich her und unterteilen die X-Achse wieder in Abschnitte, bei 4 Prozessoren wieder in 4 Abschnitte. Das heißt, jeder unserer Prozessoren, in diesem Fall würde 2 rechnen. Das ist natürlich Unsinn, den Aufwand für Fadenerzeugung für nur 2 Abschnitte zu machen, sondern, wie gesagt, dann nehmen wir 10.000, 100.000, 1 Million Abschnitte, um jedem Prozessor richtig auslasten zu können. Dann können Sie wieder völlig unabhängig arbeiten. Der einzige Unterschied zu der Vektoraddition ist jetzt folgender. Bei der Vektoraddition, nachdem die einzelnen Prozessoren ihren Addition gemacht hatten, nämlich jeweils einen Abschnitt von 2 Vektoren A und B gerechnet hatten, waren sie fertig. Das sind wir hier nicht. Wenn wir hier jedem Prozessor eine Menge von Abschnitten geben und die ihren Wert ausrechnen, müssen wir am Schluss die ganzen Teilwerte bei 4 Prozessoren 4 wieder zusammenführen, nämlich addieren. Dieses Stück Code müssen wir dann natürlich auch noch schreiben. Aber das ergibt sich auch ganz einfach. Wir legen die Ergebnisse wieder in einem Vektor ab und nach dem Join-Aufruf, in dem wir alle abgespalten Fäden, auf den abgespalten Fäden warten, können wir dann diese Addition durchführen. Da haben wir also nach dem Join-Aufruf noch ein bisschen zu tun. Ja? So, aber mehr sage ich dazu nicht. Der ganze Code steht auf den Folien und ich glaube, das werden Sie dann schon kapieren. Also das ist jetzt zum Selbststudium oder auch, wenn Sie wollen, ich schreibe das mal selbst und sehe nach, ob ich ungefähr auf das Gleiche komme, als wir hatten. Ja? So, jetzt kommen noch die Punkte, die sind jetzt sehr wichtig von der Bewertung von Algorithmen her gesehen. Ja? Und zwar, die Beschleunigung hatte ich schon erwähnt, und das muss man sich jetzt einfach merken, sonst fragt man sich immer, wie dieser Bruch jetzt ist. Ja? Die Beschleunigung SP, S für Speedup im Englischen, wir lernen ja beide Sprachen, ist nicht entweder oder, sondern beide, Speedup, Beschleunigung. SP ist definiert als die Zeit, die ein Programm mit einem Prozessor braucht, durch die parallelisierte Form dieses Programmes mit P-Prozessoren. Ja? Also wichtig ist hier erstens mal der Quotient. Das heißt natürlich, wenn ich sequenziell 64 Sekunden brauche und parallel 1 Sekunde bei 64 Prozessoren, dann 64 durch 1, habe ich natürlich die ideale Beschleunigung von 64. Also diese Beschleunigung hier ist in der Regel nicht besser als P selbst, die Anzahl der Prozessoren. Sonst würde irgendwie eine Magie passieren, dass ich im Parallel-Algorithmus mit P-Prozessoren mehr als P mal die Instruktionen gleichzeitig ausführen kann. Das geht nicht. Es gibt allerdings da Ausnahmen. Das nennt man die superlineare Beschleunigung. Das erkläre ich jetzt aber nicht. Die kommt unter bestimmten Umständen trotzdem zustande, dass die Beschleunigung sogar größer als P ist, aber das nur in ganz speziellen Fällen. Da wird an einer anderen Stelle Wartezeit gespart. So, das ist also die Beschleunigung. Zweitens ist hier zu beachten, dass ich äquivalente Programme vergleichen muss. Ja? Also ich sollte also nicht hergehen, beim Sortieren zum Beispiel, hier oben die sequenzielle Version von Bubble Sort nehmen und hier unten die parallele Version von Quicksort. Das wäre unfair. Ja? Das ist von vornherein ein besserer Algorithmus als Bubble Sort. Also sagt man, wenn ich die Beschleunigung rechne, dann nehme ich nicht beliebige Algorithmen her zum Vergleich, sondern ich nehme den gleichen Algorithmus, und zwar den besten sequentiellen Algorithmus, der bekannt ist, versus den besten parallelen Algorithmus. Idealerweise die parallelisierte Form des sequentiellen Algorithmus. So, also die Effizienz ist eigentlich ganz was Einfaches. Die sagt, wie viel von der maximalen Beschleunigung habe ich denn eigentlich erreicht? Ja? Wie viel Prozent davon? Und ich sagte ja, die maximale Beschleunigung theoretischerweise wäre P. Also gut, dann nehmen wir die Beschleunigung her, das ist nämlich T1 durch TP, oder die Beschleunigung hier, sieht man es besser, und dividieren Sie mal durch P.
Das heißt, der Wert der Beschleunigung würde zwischen 0 und 1, Entschuldigung, der Effizienz würde zwischen 0 und 1 sein. Das ist genau das, was man von einem Effizienzmaß erwartet, dass es einen Maßstab gibt von Erfüllung. Und 1 oder 100% ist Maximum, ja? Und 0 ist gar nichts. Ja? Und in unserem Fall da vorne hatten wir zum Beispiel auch mal Beschleunigung von eine Effizienz von weniger als 64. Das heißt, also wenn wir hier zurückgehen würden, was hatten wir da? Muss ich mal schnell klicken. Was hatten wir da an Werten? Zum Beispiel hier würde man zum Beispiel bei 64 Fäden sagen, wir bräuchten eigentlich eine Beschleunigung von 64, kriegen die aber nicht, wir kriegen eine Beschleunigung von 4. Also hätte ich 64, Entschuldigung, 4 durch 64. Ja? Genau, das stimmt natürlich. Ja. Einen ganz kleinen, ja. Und der könnte, wissen Sie, das, die Frage war, woher kommt dieser ganz kleine, so 0, so hinten irgendwo? Das kann einfach nur ein Messfehler sein. Ja. Also, das hier kann falsch sein oder auch diese Werte können falsch sein. So im die dritte Stelle, ja, die dritte Stelle ist meistens nicht sehr genau. Ja. Woher kommt das, könnte ich Ihnen ehrlich nicht sagen. Ich könnte raten, ja, aber das kann auch durch die Last, die sonst am Rechner ist, liegen. Da laufen noch andere Prozesse, Netzwerkprozesse, die auf irgendwas warten, E-Post kommt rein, keine Ahnung, was da alles passieren kann. Ja. Daher sind diese Werte eben immer durch Mehrfachmessungen durchzuführen. Und trotzdem ist also an der dritten Stelle nicht allzu viel Glauben zu schenken. Ja. Also ich würde das hier einfach runden und gut sein lassen. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt das anschaue, was hatten wir? Die maximale Beschleunigung ist hier 3,8. Wenn ich mich jetzt auf die Prozessoren beschränke, würde ich sagen, die Effizienz ist 3,8 durch 4. Das ist also etwa 80-90%. Ja. Hast du das geklärt? Also es macht natürlich mehr Sinn, sich auf die Prozessoren zu beziehen, als auf die Hardware-Fäden, auf die Fäden. Während auf der Sun-Maschine hier ist es klar, dass ich diese synthetischen, diese vollen Registersätze habe und die auf den Alus, die in den Prozessoren stecken, arbeiten. Da ist es durchaus sinnvoll zu sagen, ja und wenn ich mehr Fäden habe, werde ich dann noch schneller. Das ist in der Tat so, weil hier etwas anderes passiert, nämlich bei der Sun-Maschine ist, wie ich schon gesagt habe, in dem Augenblick, wo ein Faden blockiert, weil er seine Daten im Cache nicht findet oder sie nicht schreiben kann, weil sie nicht im Cache sind, dann wird sofort auf einen anderen Faden geschaltet, der aktiv ist. Ja? Okay, so, also wieder vorwärts zu Beschleunigung versus Effizienz. Also nochmal zur Erinnerung, gleich merken, dann brauchen wir uns nicht Sorgen machen für die Klausur. Die längere Zeit kommt oben hin, die kürzere Zeit unten. Ja? Und dann der Bruch gibt mir die Beschleunigung an. Wenn Sie es wieder umdrehen würden, dann wäre es genau, ja, zum Beispiel wenn wir eine Beschleunigung von 4 haben, dann läuft das schnellere Programm tatsächlich in einem Viertel der Zeit. Gut, Effizienz ist so, dass man sie zwischen 0 und 1 ein Wert ist und den kriegen wir, indem wir sagen, was ist denn eigentlich die bestmögliche Beschleunigung? Naja, wir können nicht mehr machen als p-fache Arbeit. Also nehmen wir den Beschleunigungswert her und dividieren durch p. Und wenn er genau p ist, dann haben wir 1, Effizienz perfekt, andernfalls eine etwas niedrigere. Fragen dazu? Jetzt kommt noch eine wichtige, wichtige Abschätzung. Ja? Und zwar, wir betrachten jetzt Folgendes. In den Programmen, die wir gesehen haben, konnten wir von Anfang an parallel arbeiten. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Ja? Und außerdem ist es so, wenn Sie an die numerische Integration denken, da haben wir am Anfang mehrere Prozessoren, die diese Flächen berechnen unter der Kurve, aber am Schluss ist ein sequenzieller Algorithmus, der 4-mal, oder 8-mal, oder 16-mal, oder 64 Elemente aufaddiert und das geschieht sequenziell. Es könnte auch sein,
war jetzt nicht so, dass unsere Programme zwischendurch mal einen sequentiellen Abschnitt haben oder am Anfang einen Startabschnitt haben, der nur sequenziell ist. Ja? Also einen nicht parallelisierbaren Anteil. Ja? Wenn das so ist, was ist denn dann die maximal mögliche Beschleunigung, theoretisch gesprochen, wenn es sequentielle Anteile gibt, die nicht parallelisierbar sind? Ja? Und da sagen wir Folgendes. Angenommen, wir haben also Sigma und P. Sigma sei die Zeit für die Ausführung des sequentiellen Teils. Wir können das auch als Prozent betrachten. Und P die Zeit für den sequentiellen. P für die Ausführung, da müsste parallel stehen. Schon wieder ein Fehler entdeckt. Des parallelisierbaren Teils. Entschuldigung, der parallelisierbare Teil, aber das ist die Zeit, wenn dieser parallelisierbare Teil sequentiell ablaufen würde. So muss ich sagen. Ja? Jetzt stimmt's. Dann ist die Gesamtlaufzeit TP auf P-Prozessoren so. Erstens, die Zeit für den sequentiellen Teil, da können wir nichts machen. Der wird nicht schneller. Dann haben wir den parallelen Anteil. Sagen wir mal, der braucht 64 Sekunden. Wir haben 64 Prozessoren. Also können wir den parallelen Abteil bei idealer Parallelisierung auf 1 reduzieren, indem wir einfach 64-fach parallel arbeiten. Ja? Das ginge. So. Die Idee ist also jetzt folgendes, dass Sie sagen, Aufmerksamkeit 100, 100, 100, 100, 5 Blöcke, davon sind die beiden grünen parallelisierbar. Welche Zeit kriege ich dann? Naja, ich kann dann den Block hier parallel ausführen, der dauert jetzt 50 Sekunden, der wieder 100, der 50 Sekunden und bekomme jetzt eine Ausführungszeit in diesem Falle von 500 und hier eine Ausführungszeit von 400, ja? Mit 2 Prozessoren, das heißt, meine Beschleunigung wäre 500 durch 400 oder das wäre 1,25. Ja? Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Und das ist diese theoretische Überlegung, die sagt, wenn wir beliebig viele Prozessoren hätten, sodass die parallelen Schritte gewissermaßen in der Zeit zu Null werden. Was passiert dann? Ja? Das ist nämlich die maximal erreichbare Beschleunigung, die wir haben könnten in einer idealen Welt. Mit sehr, sehr vielen Prozessoren. Ja? Das sagen wir einfach, diese Teile hier werden so oft, so stark parallelisiert, dass sie quasi nicht mehr zählen, sondern wir haben null Ausführungszeit, dann kriegen wir 100 plus 100 plus 100, das sind 300 Sekunden insgesamt und die Beschleunigung maximal ist 1,7. Und egal, wie viel mehr Prozessoren Sie da reinschmeißen, es wird nie über 1,7 gehen. Das heißt, extrem schlechte Effizienz bei 1 Million Prozessoren zum Beispiel. Wenn wir so eine Maschine hätten. Supercomputer-Leute haben solche Maschinen. Die haben tatsächlich Rechner mit 1 Million und sogar noch mehr Prozessoren. Das ist nicht so weit hergeholt. Aber das heißt, dieses Gesetz hier gibt uns an, was ein Limit ist für die Beschleunigung, die wir realistisch erwarten könnten. Nämlich den Fall, dass wir einen sequentiellen Anteil haben, der nicht verschwindet, den ich nicht parallelisieren kann, und einen parallelisierbaren Anteil, der einfach komplett wegfällt in der Zeit. Okay, das ist aber schon erstaunlich. Ne? Also Sie haben hier eine Laufzeit von 500 und hier eine Laufzeit von 300 und unter die 300 kommen Sie einfach nicht drunter. Ja? Genau, so. Und das ist jetzt dieses Amdahlsche Gesetz, das gibt Ihnen jetzt das Rätsels Lösung oder eine Formel, um das generell auszurechnen. Die Beschleunigung ist also, wie wir hatten, T1 durch T von P, ja, T1 ist Sigma plus P, klar, die parallele Laufzeit ist Sigma plus Pi durch P, der parallele Anteil kann sich durch Pi dividieren, dann sagen wir, gut, und jetzt lassen wir das P gegen unendlich gehen. Das heißt, das hier verschwindet, der Nenner wird damit kleiner und damit der gesamte Bruch hier größer. Also ist das hier kleiner als Sigma plus P durch Sigma. Solche Abschätzungen haben Sie zur Genüge gesehen in der HM. Und das drehen wir jetzt nochmal um aus Gründen der Sauberkeit. Also ich dividiere jetzt einfach beide oben und unten durch Sigma plus P. Dann kommt also das hier raus. Da steht hier 1 durch Sigma plus P. Denn Sigma durch Sigma plus P ist der Anzahl der sequentiellen Laufzeit. Der Anteil der sequentiellen Laufzeit. Ja? Also da 40 Sekunden versus Gesamtlaufzeit von 100 Sekunden habe, also 40 plus 60 und hier 40 ist 40%
der Anteil der sequentiellen Laufzeit. Und jetzt können Sie uns merken, das Amdahlsche Gesetz sagt, SP ist kleiner 1 durch F, wobei F der sequentielle, das heißt nicht parallelisierbare Anteil ist. Ja? So, und das war gerade vorhin, der nicht parallelisierbare Anteil war eben gerade 300 durch 500 oder 30 durch 50 oder 3 Fünftel. Und da kommt eben dann beim Stürzen 1,7 raus. Ja? So, wie kann man sich da jetzt retten? Also das ist die Bremse für die Parallelisierung. Das Amdahlsche Gesetz gibt uns ganz hart vor, sagt, darüber wirst du nie rauskommen. Sequentieller Anteil beschränkt die Beschleunigung, die du jemals erreichen kannst und damit auch die Effizienz. Die Effizienz wird nie perfekt sein, wenn du einen sequentiellen, nicht parallelisierbaren Anteil hast. Jetzt gibt es da noch ein anderes Gesetz, das bespreche ich hier aber nicht mehr, das geht dann schon zu weit. Das Gustafsonsche Gesetz, das sagt ganz kurz, auf einen kurzen Nenner gebracht ist, dann macht das Problem größer. Dann macht das Problem so viel größer, dass der sequentielle Anteil sinkt. Dass also eben gerade das F klein wird, indem ich noch größere Matrizen berechne oder noch größere Integrale, ja, oder noch größere Differentialgleichungen. Ja. Dann kann ich trotzdem noch eine Beschleunigung erreichen, aber wie gesagt, das rechnen wir jetzt nicht mehr durch. Irgendwelche Fragen dazu? Also Beschleunigung sollten Sie sich merken, Effizienz sollten Sie sich merken, Amdahlsche Gesetz sollten Sie sich merken. So, wir machen jetzt noch eine Fallstudie zur Parallelprogrammierung. Diesmal nicht eine numerische. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir eigentlich nur numerische Aufgaben betrachtet. Was ist denn eigentlich mit nicht numerischen Problemen? Und dazu betrachten wir den Fall, dass Sie Dateien suchen wollen in Ihrem Rechner, die ein bestimmtes Schlüsselwort enthalten. Also Google auf Ihrem Rechner, der normale Suchapparat. Sie tippen irgendein Wort ein und dann kommt Ihr System zurück und sagt, die Datei und die Datei und die Datei und die Datei enthalten entsprechende Wörter. Ja? Das ist natürlich nicht so, dass Sie jetzt 1 Million Dateien und 1 Terabyte auf Ihren Platten durchsuchen, denn das würde viel zu lange dauern, sondern Sie erzeugen sich vorher einen Index. So funktioniert die Suche. So funktioniert ja auch Google. Die arbeitet auch mit einem invertierten Index. Ja? Also angenommen, Sie suchen alle Terme, die Tichy und Multicore enthalten. Ja? Und dafür gibt es einen invertierten Index, der sagt, also dass das Wort Multicore auf meinem Rechner, jetzt nicht auf Ihren, erscheint in der Multicore-Programmierung, das ist eine PowerPoint-Folie und ISC12, das war eine Konferenz, und Kapitel 422, parallele Algorithmen, das ist das, was wir gerade anschauen. Natürlich gehören dazu noch die ganzen Pfade, sodass Sie die Datei auch finden können, habe ich jetzt weggelassen. Und das Wort Tichy kommt in meinem Lebenslauf vor, in der RCS und Konfigurationsmanagement, Multicore-Programmierung ebenfalls, KIT und so und so weiter und so weiter. Ja? Wenn Sie so einen Index haben, der sagt Ihnen für jeden Term, das sind die Dateien, in denen es steht. Wenn Sie jetzt sagen, ich brauche jetzt aber eine Datei, in der beide Wörter vorkommen, ja? Dann nehmen Sie einfach diese Menge her und diese Menge her, bilden den Durchschnitt und nehmen das, was übrig bleibt. Und das wäre in diesem Fall die Multicore-Programmierung. Ja? Okay, gut. Das ist also die Idee. Und jetzt stellen wir uns die Aufgabe nicht, diesen Durchschnitt parallel zu bilden. Das ist, könnten wir auch parallelisieren, müssen wir aber nicht. Das geht auch sequenziell, glaube ich, rasch genug. Sondern wie baue ich diesen Index? Sie sagen also jetzt, wäre es mal wieder Zeit, den Index zu aktualisieren. Ich lasse den mal durch alle meine Dateien laufen. Könnte man das nicht parallelisieren? Kann man. Ja? Und das schauen wir uns an. Wie wird eigentlich so ein invertierter Index aufgebaut? Ja? Das geht so. Sie müssen erstmal alle Dateien finden. Das heißt, sage einfach Dateinamen erzeugen. Sie brauchen also irgendein Programm, das an einer bestimmten Stelle, zum Beispiel Ihrem Heimatverzeichnis, anfängt durchzusuchen und zu der Tiefe, die Sie Ihre Dateien angelegt haben. Ich nehme an, mit den ganzen Programmen, die Sie geschrieben haben, haben Sie doch schon ziemlich tiefe Dateihierarchie auch privat aufgebaut. Ja? Also müssen Sie die Dateien alle finden, das nenne ich Dateinamen erzeugen. Da brauche ich einen Prozess, der das Kompositum absucht. Ja? Wir wissen, dass das rekursiv geht, oder Tiefensuche oder auch Breitensuche. Aber es ist mir egal, wie Sie das machen, ich muss nur alle Dateinamen finden. Reihenfolge ist schnurzpiep egal, das ist gut für Parallelisierung.
ja, Terme aus Dateien extrahieren. Das heißt, ich muss die Datei öffnen, nachschauen, welche Terme, muss den Text lesen, also Wort für Wort lesen, die Wörter identifizieren, zusammenfassen und diese Wörter aus den Dateien extrahieren und sagen, okay, und jedes Wort nehme ich jetzt und setze es mit dem Dateinamen in den Index ein. Also wenn ich durch meine Datei hier durchgehe, finde ich das Wort Tichy. Das Wort Tichy nehme ich jetzt und sage, was war das für Datei? Dateiname so und so, Multicore-Programmierung zum Beispiel. Dieses Paar setze ich in den Index ein. Ja? Und natürlich will ich die Duplikate weghaben. Das heißt, der Index muss auch noch beim Einsetzen muss man auch noch Duplikate eliminieren. Und außerdem gibt es viele unwichtige Wörter, wie zum Beispiel in und der, die, das, Präpositionen und was sie so wollen, Artikel, bestimmte, unbestimmte. Die wollen wir natürlich im Index nicht haben, denn wir suchen nicht nach allen Dateien, die das Wort der enthält. Normalerweise, ja, jedenfalls. Also gibt es hier noch einen Trick, der sagt, wenn wir Terme extrahieren, dann haben wir eine Liste von uninteressanten Wörtern, im Englischen die sogenannten Stopwords. Wenn ein Term in der Stopword-Liste erscheint, dann setzen wir ihn nicht ein. Ja? Also der, die, das, von, zu, unter, ober, setzen wir wahrscheinlich nicht ein. Unter, ober vielleicht schon, aber nicht von zum Beispiel. So, okay. Und wie gehen wir jetzt an dieses Problem ran? Wir wissen nicht, wie lang das läuft. Wir haben es ja noch nicht geschrieben. Wir wissen nicht, wo die Flaschenhälse sind. Wir wissen über diese Lösung gar nichts. Ja? Also brauchen wir erstmal eine Testmenge und dann implementieren wir das sequenziell. Wir implementieren eine sequentielle Lösung und dann suchen wir danach die Stellen, die viel Zeit verbrauchen, um zu sehen, wo wir parallelisieren können. Ja? Also, Balancing. In unserem Fall hatten wir 50.000 Dateien genommen, kann man gerne auch mehr nehmen. Und wir nahmen nur reine Textdateien, also keine Word- und keine PowerPoint-Dateien, weil wir uns nicht damit aufhalten wollten, diese Formate zu entziffern, damit wir die einzelnen Wörter herausziehen können. Sie können sich vorstellen, dass es ein bisschen kompliziert ist, wenn Sie Wörter haben, die irgendwie Fontwechsel haben, wo Sie den Schrifttyp ändern, mitten im Wort oder sowas. Das müssen Sie alles regeln. Das wollten wir nicht machen. Wir wollten erst mal sehen, wo Parallelisierungspotenzial liegt. Ja? So, dann haben wir das erstmal nur auf einer Vierkernplattform gemacht, ist ja klar, aber nur einen Kern benutzt. Gut, die Dateinamen erzeugen ist in 5 Sekunden. Dann hatten wir gesagt, als erstes machen wir nur Datei auf und lesen sie Zeichen für Zeichen, ohne irgendwas damit zu tun. Wir machen nur die Datei auf, lesen ein Zeichen nach dem anderen, bis wir am Schluss sind. Und wir messen diese Zeit und die ist 77 Sekunden. Und dann legen wir einen Schalter um und dann sagen wir so, und jetzt machen wir auch noch die Termextraktion. Wie viel Arbeit ist es extra, die Grenzen zwischen Wörtern zu identifizieren? Also ein Zustandsautomat muss man bauen, der sagt, okay, jetzt kommen Zwischenräume, die überspringe ich, dann kommt ein Zeichen, das ist ein alphabetisches Zeichen, das ist der Anfang eines Wortes. Dann sehe ich nach, ob weitere alphabetische und numerische Zeichen kommen. Und wenn ein Zwischenraum, eine Punktierung, ein Tabulator, eine neue Zeile bekommen, dann höre ich auf, das ist das Ende des Wortes, dann habe ich ein Wort gefunden. Ja? Die zusätzliche Logik ist natürlich nicht schwer, das sind ein paar Zeilen. Ja? Wenn die mitlaufen, dann brauche ich 11 Sekunden länger für die Termextraktion. Ja? Die Indexaktualisierung ist 22 Sekunden. Das Schreiben der Index in eine Indexdatei haben wir jetzt weggelassen, weil die muss sowieso sequenziell passieren. Eine Platte ist sequenziell, hilft nichts mehr, da was zu parallelisieren zu wollen. Ja? So, also insgesamt also 5 plus 88, das sind 93 plus 22. Also etwa 120 Sekunden dauert dieses Ganze, der ganze Lauf. Und wo sollen wir jetzt bitte parallelisieren? Wo sollen wir nicht parallelisieren? Was würden Sie sagen, wo parallelisiere ich nicht? Ja? Mhm. Genau, ja. Genau. Genau, genau. Was sollen wir sonst nicht parallelisieren? Da schreit sie etwas an. Das hier. Das sind nur 5 Sekunden von 120. Da kann ich nicht mehr viel durch Parallelisierung rausholen, insbesondere werde ich sowieso dauernd auf die Datei
Dateisystem schreiben muss. Ja? Also sagen wir uns, na gut, wenn wir das hier auf Null runterkriegen, was unwahrscheinlich ist, ja, dann können wir auch noch das hier angehen. Aber zunächst mal machen wir, das läuft sequenziell. Das heißt, wir reifen einen Dateidurchwanderer, den lassen wir weiterhin sequenziell. Ja? Dann, der Kollege hatte gesagt, wir sollten das Termextraktion, das Lesen der Dateien, das Verarbeiten der Dateien parallelisieren. Da bietet es sich natürlich an, dass ich nicht das Verarbeiten einer einzelnen Datei parallelisiere, sondern ich habe ja Hunderttausende von Dateien. Das parallelisiere ich dateiweise. Das heißt, ich habe mehrere Fäden, die jeweils eine Datei lesen, ja, und verarbeiten. Das Übertragen der Daten in den Hauptspeicher, von Platte in den Hauptspeicher, das macht das Betriebssystem. Da habe ich keine Eingriffsmöglichkeit, jedenfalls nicht auf der Ebene von Java-Programmierung. Da müsste ich ins Betriebssystem einsteigen. Aber ich weiß, dass ein gutes Betriebssystem das sowieso für mich beschleunigt, indem es die ganze Datei unter Umständen in einen Hauptspeicherpuffer lädt und mir dann den Inhalt des Puffers liefert. Da brauche ich also auch nichts zu machen. Die Frage ist aber, vielleicht ist die Platte sowieso der Flaschenhals. Das heißt, ich kann parallelisieren, wie ich will, aber die Platte liefert vergleichsweise langsam Daten, nämlich im Millisekundenbereich. Ich kann Dateien, Zeichenvergleiche im wenigen Nanosekundenbereich machen. Ja? Das sind, weiß nicht, 6 Größenordnungen Unterschied. Ja? Vielleicht hat es überhaupt keinen Sinn, überhaupt zu parallelisieren, weil der Flaschenhals, die Daten, die von der Platte kommen sind. Und ich habe hier nur eine Platte. Wenn ich mehrere Platten hätte, wäre es vielleicht eine andere Geschichte, aber hier hatten wir nur eine. Aber die Platte ist nicht der Flaschenhals. Und das kann ich an diesen Daten ablesen. Warum? Ja? Genau, Sie haben es richtig erkannt. Weil der Zusatz für die Termextraktion nicht null ist. Wenn die Platte der Flaschenhals wäre, dass ich also immer sage, okay, gib mir Daten, damit ich weiterarbeiten kann, gib mir warten, ja? Dann wäre diese Zeit hier null. Ja? Also jetzt weiß ich, das Lesen und Time-Extraktion, da steckt was drin. Und dann mache ich die Indexaktualisierung. Da kann ich mir auch überlegen, ob ich vielleicht die Indexaktualisierung parallel mache. Das ist natürlich blöd. Ein Index, gleichzeitig mehrere Worte einsetzen, das könnten die gleichen sein. Da gibt es Konflikte, das ist nicht gut, muss ich sowieso sequenzialisieren. Der Indexaufbau eines einzelnen Index geht nicht parallel. Aber ich könnte mehrere Indizes aufbauen. Ich könnte 4 gleichzeitig aufbauen. Dann gibt es keine Schwierigkeiten. Ja? Also, unsere erste Lösung sah so aus. Ich nehme einen Dateinamenerzeuger, das ist ein Faden. Ich nehme Termextraktoren, da ist jetzt unklar, wie viel ich davon brauche, vielleicht 3, vielleicht 5. Ja? Wir haben insgesamt Laufzeit von 88 Sekunden versus 5 Sekunden, 5 durch 8, das heißt also, könnte ich vielleicht sogar 16 Stück davon brauchen. Ja? Das müssten wir ausprobieren. Dann nehmen wir einen Indexaufbau, mal sehen, vielleicht reicht es ja. Wir setzen dazwischen jeweils einen Puffer. Das heißt, der Teilnahmeerzeuger legt in diesen Puffer ab, das ist Erzeuger, das ist Verbraucher. Ja. Dann haben wir hier beim Indexaufbau einen weiteren Puffer. Jeder Termextraktor legt mir immer Paare ab, nämlich Dateiname mit Wort, kommt in diesen Puffer rein, genau das gleiche. Jetzt ist der Termextraktor der Erzeuger und der Indexaufbau der Verbraucher, der holt sich aus diesem Puffer die Daten ab und steckt sie in seinen Index. Wie viel schneller, denken Sie, ist das Programm so, wie es da ist, mit 3 und 1 und 3 und 1? Irgendeine Idee? 3-mal so schnell, vielleicht 2-mal so schnell. Wer wäre für vielleicht 2-mal? 3-mal? Weniger als 2-mal? Ja? Ja? Weniger als 2-mal? Weniger als 2-mal? Weniger als 1. Das heißt langsamer. In der Tat, es war langsamer. Und zwar gewaltig langsamer. Es war um eine Größenordnung langsamer als die sequentielle Variante. Das heißt, ich weiß es gar nicht mehr. Also Größenordnung heißt immer Faktor 10. Parallelisierung hat total fehlgeschlagen.
Okay? Was heißt das? Wir haben irgendwo einen Flaschenhals eingeführt. Wo ist der Flaschenhals? Ja, haben Sie eine Idee? Bei der Koordinierung der Extraktoren? Ja. Der Flaschenhals ist das da. Ist dieser Puffer. Denn was heißt das? Entschuldigung. Der Puffer heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich nur einen Dateinamen will, muss ich einen Monitor betreten. Ich muss Wait aufrufen, zur Sicherheit. Hoffentlich ist da genügend da, dann geht es schneller, aber ich habe jedenfalls einen Monitor. Das heißt, die vier Fäden versuchen dauernd auf diesen gemeinsamen Monitor, auf diese gemeinsame Datenstruktur zuzugreifen. Und das führt dazu, dass die gesamte Geschichte sequenzialisiert wird und sogar schlechter und langsamer wird. Ja? Was kann ich stattdessen machen? Ich muss also diesen Puffer loskriegen. Ja? Ja, wie mache ich das? Naja, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wir machen drei Puffer. Ja? Und füllen sie mit dem Dateinamenerzeuger im Umlaufverfahren. Und ferner, Sie machen das nicht gleichzeitig mit den Thermextraktoren, deswegen dieses Kreuz hier. Sie haben eine sequentielle erste Phase, die holt nur Dateinamen. Ein Dateinamen dann wandert der ganze Verzeichnis ab und liefert die Dateinamen einmal da, einmal da, einmal da, dann wieder von vorne im Umlaufverfahren ab. Was hat den Vorteil? Es gibt keine Konflikte in den Puffern und ich brauche nicht mal Synchronisation, denn ich sorge dafür, dass der fertig durchläuft, bevor die Extraktoren überhaupt laufen. Ja, macht Sinn. Ja, ich habe Synchronisation vermieden, habe aber die Kosten, dass ich jetzt diese 5 Sekunden nicht mit dem, was das hier braucht, überlappen kann. Wenn das zu einem Problem wird, dann kann ich später sagen, gut, dann parallelisiere ich auch noch den Dateinamenerzeuger, dann mache ich halt 3 Stück davon und jeder schreibt das in den Puffer und dann läuft der Rest. Okay? Also ich kann den nochmal erzeugen, aber jetzt mache ich erstmal eine sequentielle Vorphase. Gut, jetzt stehen also alle Dateinamen, die 100.000 oder 10 Millionen Dateinamen hier in diesen Puffern und die werden jetzt gleichzeitig gelesen. Keine Synchronisation nötig. Ist immer noch langsam. Ist immer noch langsamer als die sequentielle Version. Ist besser geworden, aber langsam. Nächster Flaschenhals. Ja? Ja klar, der Puffer ist der nächste. Der nächste Flaschenhals. Und der ist übrigens noch schlimmer als der vorne. Warum ist der noch schlimmer? Weil die Termextraktion viel feingranularer ist als die Dateien. Sie haben hunderte, tausende von Termen pro Datei. Für jeden diesen Term, so einen Term abzulegen, ist extrem feingranular. Also wenn Sie sagen, ich habe 10 Buchstaben, ein Wort mit 10 Buchstaben, wie viele Instruktionen muss ich denn da ausführen? Naja, Sie müssen einen Index erhöhen, Sie müssen das Zeichen rausholen aus der Zeichenreihe, Sie müssen es vergleichen, das kostet nochmal 3, 4 Instruktionen und dann prüfen, ob das jetzt, wie gesagt, ein Zeichen ist oder ein Zwischenraum oder Punktierung oder sowas. Da brauchen Sie keine 10 Instruktionen pro Zeichen oder 5 Instruktionen pro Zeichen. Das heißt, Sie brauchen ungefähr 10 Instruktionen pro Term, den Sie extrahieren. Das ist extrem feingranular. Und dann haben Sie schon einen Monitorzugriff. Sagt, jetzt will ich aber was ablegen. Wart. Ja? Das wollen Sie auch nicht. Geht also auch nicht. Und muss ich als Monitor Eintritt, Austritt, Notify All, Wait und all dieses Zeug läuft jetzt ab. Ja? Außerdem habe ich noch ein Problem, nämlich in den meisten Dateien, die Terme, die Sie einsetzen wollen, kommen nicht einmal vor, sondern kommen mehrfach vor. Multicore in meinen Vorlesungsunterschrift ist sicher mehrmals und Prozessoren kommt mehrmals vor und Beschleunigung kommt mehrmals vor. All diese Wörter kommen vielfach vor. Und jetzt haben Sie das Problem, wenn Sie zum Beispiel das Multicore-Dateiname einsetzen, dieses Paar bekommen Sie, was weiß ich, 20 Mal mit dem gleichen Dateinamen. Was heißt das beim Einsetzen in den Index? Der Index ist ja indiziert nach dem ersten Wort, das geht per Hashcode. Dann finden Sie eine Stelle, wo Sie sagen, aha, hier hängen die Dinge, Dateinamen, die Multicore enthalten.
Und jetzt haben Sie eine lineare Liste von Dateien, die die Wörter Multicore enthalten. Jetzt müssen Sie also diese Liste entlanglaufen, linear wohlgemerkt, um zu sagen, ist der Dateiname schon mal gefallen? Hatte ich schon mal Multicore plus Parallelprogrammierung 2.2.ppt oder ppx oder sowas, ja? War das schon mal da? Also haben Sie hier sogar noch eine lineare Suche mit dabei. Auch schlecht. Okay, was können wir machen? Was können wir machen? Wir müssen alles irgendwie in einen Index kriegen. Also, wir eliminieren als erstes mal die Duplikate. Ja? Das heißt, wir nehmen eine einzige Datei her und erzeugen uns für diese Liste, für diese Datei eine Liste von Termen, die in dieser vorkommen, aber wo jeder Term nur einmal vorkommt. Also ich habe es jetzt, wenn ich eine Datei F habe und da kommen die Wörter A, B, C drin vor, mehrfach kriege ich trotzdem nur die Liste A, F, B, F, C, F. Das ist alles, was ich kriege. Ja? Genau genommen muss ich gar nicht mal A, F, B, F, C, F erzeugen, sondern ich kann einfach A, B, C erzeugen, die Liste aller Wörter, mit einem zusätzlichen Atom, das sagt, und der Dateiname dazu. Ja? Jetzt habe ich das Duplikatproblem gelöst. Ja? Und zusätzlich gehe ich her und nehme die gesamte Liste und übergebe sie dem Index. Im Index gebe ich jetzt nicht mehr A, B, C, sondern ich gebe hier ganze Liste A, B, C mit Dateinamen F einsetzen. Ja? Das heißt, das Pufferproblem wird jetzt auf eine höhere Ebene gesetzt, nämlich das, was hier drin steht, sind nicht mehr Einzelwörter oder Einzelpaare, sondern ganze Listen von Wörtern, die für eine bestimmte Datei gut sind, habe kein Duplikatproblem mehr und muss jetzt wesentlich seltener auf diesen Puffer zugreifen. Ja? Und dann mache ich mir auch den Indexaufbau parallel, um den zu beschleunigen, mit einzelnen Fäden. Und dann muss ich noch einen Vereiniger machen. Ich muss natürlich diese Indizes dann wieder zusammenführen. Das ist wieder ein sequenzieller Teil, zumindest teilweise. Oder aber ich lasse das Vereinigen weg und mache die Suche parallel. Verstehen Sie? Ich habe jetzt vier Indizes. Ich habe einen Vierkernprozessor. Sie machen eine Anfrage, Tichy Multicore, sagt, kein Problem. Ich starte vier Fäden, jeder in seinem eigenen Index. Dann habe ich auch schon die Suche parallelisiert und zwar genau richtig. Nämlich für die Parallelität, die ich auf dieser Kiste gerade habe. Ja? Geht auch die Suche schneller. Ja, das heißt, ich werde den Vereiniger gar nicht mal machen. Ich lasse den weg. Mache dafür meine Suche schneller. Datenspeicherplatz spare ich mir nicht dabei. Ob ich den jetzt zusammenlege oder in vier Stücken habe, ist auch schon egal. Okay, gut. Termlisten pro Datei. Berggranular ist jetzt besser. Jetzt ist die Frage, und wie viel brauche ich von den Dingern? Wie viel, also von dem haben wir festgelegt, einen. Wie viel von denen? 3, 4, 5, 10, 100? Und wie viel von denen? Was ist das Richtige? Das machen wir leider, müssen wir ausprobieren. Entweder wir probieren das per Hand durch, versuchen es auf unserer Kiste mit unserem Datensatz, den wir haben, halt mit den verschiedenen Konfigurationen auszuprobieren und suchen dann die beste Version heraus. Nachdem man das sehr oft braucht, gibt es eine neue Technik, die heißt Auto-Tuning. Auto-Tuning ist also, hat also nichts mit Autos zu tun, was auch interessant ist, die zu tunen, aber das hier heißt automatisches Tuning von parallelen Programmen. Da wird es benutzt. Und zwar dieses Ausprobieren der Anzahl Fäden, die man benutzt zum Beispiel, oder auch die Größe des Puffers, das wird dann systematisch von einem Suchalgorithmus durchprobiert, automatisch, sodass ich sage am Schluss, okay, du brauchst 5 von denen, 2 von denen, und eine Puffergröße von so und so viel. Das läuft am schnellsten. Ja? Ich zeige Ihnen jetzt kurz die Ergebnisse. So etwas muss man sich natürlich jetzt nicht merken. Das ist rein zur Illustration. Ja? Also bei einem Vierkernrechner, Dateinamenerzeuger, 8-Kernrechner, 32, immer einen, hatten wir ja gesagt, der läuft vorab. Ja? Termextraktoren, bei 4-Kernen hatten wir 3, bei 8-Kernen 6, bei 32-Kernen 9. Hätte ich nie geraten. Und die Indexaktualisierung mit 2, 2 und 4. Ja? Verschmelzung haben wir keine gemacht und die Beschleunigung, die wir hatten, ist auf einem Vierkerner hatten wir sogar eine Überbeschleunigung, überlineare Beschleunigung, mehr als 4. Das liegt wohl daran, dass wir größere Caches hatten dadurch, ja, dass wir 4 Prozessoren haben, hatten wir deren Caches alles ausgenutzt, die Daten alle reingekriegt und damit ist es geringfügig noch schneller gelaufen.
Beim 8-Kerner und beim 32-Kerner war die Beschleunigung eben bescheiden. 32-Kerner, da ein Faktor, also 10% Effizienz jetzt nur noch, ja, vielleicht 12. Ist nicht berauschend, aber das liegt natürlich daran, dass es noch einen weiteren Flaschenhals gibt und der kommt jetzt zum Tragen, das ist die Platte. Die Platte überträgt einfach halt nicht mehr Daten auf einmal, als wir hier brauchen könnten von der Verarbeitungsleistung. Ja? So, also wo lernt man da mehr? Also erstens mal, schauen wir mal an, was wir für Techniken der Parallelisierung benutzt haben. Da gibt es Wörter dafür. Wir hatten die Gebietszerlegung gesehen. Gebietszerlegung, da sage ich, ich habe eine Datenstruktur, zum Beispiel meinen Vektor, das betrachte ich als Gebiet und das teile ich auf in Abschnitte. Oder ich nehme meine Matrize her und die teile ich auf in Streifen. Oder ich teile sie auf in Blöcke. Das nennt man Gebietszerlegung. Wir hatten die Auftraggeber-Auftragnehmer-Muster. Das sagten wir, wir haben Arbeit, wir erzeugen uns ein paar Fäden und denen schieben wir die Arbeiten zu, bis wir mit der Arbeit durch sind. Das hatten wir ein Entwurfsmuster gesehen. Erzeuger, Verbraucher mit Puffer, hatten wir auch gesehen. Gerade jetzt wieder. Und Fließband. Fließband ist Erzeuger, Verbraucher mehrmals angewandt. Wir hatten also ein Fließband mit drei Stufen. Erzeuger der Datenteilnahme, Termextraktion und Indexaufbau. Ja? Und Indexvereiniger wäre eine vierte Stufe. Da gibt es aber noch andere Verfahren, zum Beispiel paralleles Teile und Herrsche. Da werden die Aufgaben einfach rekursiv aufgeteilt und jeweils einem neuen Prozessor zugeteilt. Ein Beispiel wäre Merge Sort, also sortieren durch Verschmelzen. Da sagen Sie, ich teile das Ding auf in zwei Hälften, das, was ich sortieren soll, sortiere das rekursiv und dann vereinige ich die zwei Hälften wieder, die jetzt aufsteigend sortiert sind. Dann sagen Sie, gut, dann bekommen zwei Prozessoren der ersten Rekursionsebene, statt dass ich erst die linke und dann die rechte Hälfte mache, mache ich halt beide Hälften gleichzeitig. Und was machen die beiden Hälften? Die gehen natürlich hier und sagen, ich teile mich auch auf in zwei Hälften, das sind jetzt Viertel. Na gut, dann habe ich einen Prozessor für die vier Prozessoren für die Viertel. Und dann nächste Rekursionsstufe habe ich Achtel. Habe ich noch acht Prozessoren? Wenn ja, dann setze ich acht Prozessoren ein für jeweils ein Achtel und arbeite dann sequenziell weiter. Ja, wenn ich acht Prozessoren hätte, wenn ich 64 habe, kann ich noch zwei Stufen weitergehen. Ja? Das ist also die Idee, paralleles Teilen und Herrsche, dann nehmen Sie rekursive Algorithmen, anstelle die eine Hälfte und die andere Hälfte hintereinander zu rechnen, rechnen Sie immer gleich alle. Dann kriegen Sie unter Umständen einen Faktor n geschenkt. Das heißt, Ihr Algorithmus anstelle von n log n Schritte zu brauchen, braucht er nur log n Schritte. Was Tolles. MapReduce ist ein sehr populäres Parallelisierungsmuster, das vor allen Dingen für verteiltes Rechnen benutzt wird, für sehr große Rechenanlagen, zum Beispiel Amazon oder Google, wenn sie große Datenmengen verarbeiten müssen, für Big Data, da sagen sie, ich habe eine große Anzahl, wirklich, wirklich Terabytes von Daten zu verarbeiten. Ich habe eine bestimmte Berechnung an jedem Datenelement auszuführen, was weiß ich, irgendeinen Wert zu extrahieren und muss am Schluss aber die Ergebnisse zusammenführen. Und da gibt es ein Verfahren, das heißt MapReduce. Das Map ist das Abbilden, die Extraktion des Datums für jedes einzelne Element. Und das Reduce ist das Zusammenführen des Gesamtergebnisses. Lässt sich auch hervorragend parallelisieren. Genau. Wo lernen Sie mehr dazu? Bei mir natürlich. Wo sonst? Ja? Natürlich auch bei den parallelen Algorithmen-Vorlesungen. Ja? Wir haben sogar drei Vorlesungen hier. Sie sind also jetzt hier. Im nächsten oder übernächsten kommt Softwaretechnik 2. Man kommt irgendwann mal hier durch, werden Sie mit dem Bachelor fertig. Selbstverständlich werden Sie damit fertig. Und dann kommen eben das Masterstudium. Und im Masterstudium gibt es Multikernrechner und Rechnerbündel, eine Softwareentwicklung für moderne parallele Plattformen, Praxis der Multikernprogrammierung. Was lernt man da alles? Na, ich zeige es Ihnen kurz, müssen Sie sich nicht merken. Ja? Multikern und Rechnerbündel, da gehen wir her und sagen, wie sieht ein Parallelrechner eigentlich aus? Wir hatten jetzt nur Multikerner gesehen, aber es gibt sogenannte Cluster. Das sind zusammengesetzt aus unterschiedlichen Rechnern, vernetzten Rechnern. Hochleistungsverbindungsnetze sind hierfür sehr, sehr wichtig. Datenaustausch ist vergleichsweise langsam, wenn man sich nicht Mühe gibt. Programmiermodelle dafür, wie wird das Zeug eigentlich programmiert? Wir haben jetzt nur Java gesehen, gibt es noch sehr viel mehr. Basistechniken, parallele Algorithmen, mehr parallele Algorithmen, sehr spannend. Wie
Rechne ich überhaupt parallel? Softwareentwicklung von modernen Parallelen, da kommen parallele Entwurfsmuster vor, aktuelle parallele Programmiersprachen und Multikernbibliotheken. Da schauen wir uns Java util.concurrent genau an zum Beispiel. Übersetzertechniken für Parallelität und auch Programmierung von GPUs, grafische Verarbeitungseinheiten. Die sind ganz anders und anders zu programmieren. Praxis der Multikernprogrammierung sind Entwurfsmuster wieder. Eigentlich eine große Überlappung mit den anderen beiden Vorlesungen, aber hier ist der Praxisteil im Vordergrund. Das heißt, es ist eigentlich eine Verknüpfung von Vorlesungen mit einem Praktikum. Ich muss also Aufgaben im Praktikum durchführen mit konkreten, also nicht nur theoretisch anschauen, was ist MPI oder OpenMP oder was ist eigentlich eine GPU, sondern muss tatsächlich hergehen und Aufgaben auf diesen Parallelrechnern rechnen. Ja? Weil wir schon dabei sind, auch noch eine weitere Vorlesung, vielleicht wenn Sie sich das merken wollen. Ich habe mehrmals gesagt, die Softwaretechnik, das hat jetzt nichts mit Parallelität zu tun oder wenig. Softwaretechnik liefert Ihnen ja neue Methoden, um Software gut und qualitativ hochwertige Software zu entwickeln. Woher wissen wir denn, was funktioniert? Es gibt inzwischen derart viele Möglichkeiten, dass es ganz schwierig ist, die besten auszuwählen. Dazu gibt es eine Vorlesung, die heißt Empirische Softwaretechnik, die befasst sich nur mit dem Problem, wie man empirisch untersucht, welche Softwaretechniken funktionieren. Ja? Da ist ganz wichtig, zum Beispiel das sogenannte wissenschaftliche Experiment, wo man mit mehreren Gruppen von Teilnehmern eine Aufgabe löst, aber unter unterschiedlichen Bedingungen. Und zufällige Zuweisung, das ist fast so wie beim wieder in der Pharmazie, wenn neue Medikamente erprobt werden, die Erproben sind natürlich auch, nämlich Sie haben eine Kontrollgruppe, die kriegt gar nichts. Sie haben eine Gruppe, die bekommt ein neues Medikament oder eine neue Therapie. Und die dritte Gruppe bekommt ein Placebo. Ja. Das Interessante ist, dass man da sowohl Placebo als auch Gruppe hat, die gar nichts kriegt. Ja. Und dann schaut man, was am besten funktioniert. Interessanterweise ist auch die Placebo-Gruppe, der geht es immer besser als der Gruppe, die gar nichts kriegt. Selbst wenn die Placebo-Gruppe weiß, dass sie ein Placebo hat. Das ist ganz komisch. Bei der Softwaretechnik geht es mit dem Placebo nicht so gut, denn ich kann Ihnen nicht eine Pille geben und dann sind Sie plötzlich Java-Experte oder sowas. Ja? Wir arbeiten dran, aber ist noch eine Weile hin. Das heißt, Sie müssen bewusst eine bestimmte Methode benutzen. Das ergibt auch interessante Probleme. Aber der ganze Strauß an empirischen Untersuchungsmethoden, da gibt es mehrere, zum Beispiel auch Fallstudien oder ethnografische Untersuchungen, wo man in eine Gruppe von Fans für eine bestimmte Technik eintaucht und mit denen arbeitet und sie beobachtet, wie sie interagieren. Das wird in dieser Vorlesung behandelt. Im Hauptstudium dann, also im Masterstudium. Das war jetzt mein Werbeblock. Ich dachte, ich darf das auch mal machen, wenn hier dauernd Leute kommen und Werbung machen für ihre Promotion. Übrigens, die Vorlesung wäre sehr, sehr, sehr beliebt bei Firmen. Ich könnte quasi jede Vorlesung einen Werbeblock für Firmen vorschalten. Und ich denke, das kostet uns einfach zu viel Zeit, darum mache ich das nicht. Mache ich nur Werbung für mich selbst. Okay, gibt es irgendwelche Fragen? Auch. Ja? Wie kann man sich ein Placebo in der Softwaretechnik vorstellen? Geht eigentlich gar nicht. Ja? Denn Sie müssen bewusst eine bestimmte Methodik ausführen. Ja? Daher geht das nicht. Also Beispiel, Sie hätten ein Experiment, indem Sie die Wirkung von Entwurfsmustern prüfen. Ja? Dann muss ich natürlich hergehen und sagen, okay, hier ist eine Gruppe, die arbeitet mit Entwurfsmustern, hier ist eine Gruppe, die arbeitet ohne Entwurfsmuster. Aber die mit Entwurfsmustern arbeiten, weiß, dass sie mit Entwurfsmustern arbeitet. Ja? Es gibt keinen Placebo. Ja? Es gibt dann noch andere Effekte, zum Beispiel den Subjekteffekt. Der Subjekteffekt heißt, in so einem Experiment, Sie raten zum Beispiel, dass ich persönlich die Entwurfsmuster toll finde. Ja? Sie wissen also, der Tichy steht auf Entwurfsmuster
Und jetzt sind Sie in der Gruppe, die ohne Toast, und sagen, strengen Sie sich jetzt gar nicht an. Der Tichy mag das eh nicht. Und wenn Sie in der anderen Gruppe sind, dann sagen Sie, der ruft den Durstmann, der meint, es ist gut. Also mal schauen, also mal sehen, wie das geht. Ich streng mich jetzt richtig an, zeigen, geben mir Bestes. Und schon haben Sie eine Ungleichheit eingebracht in das Experiment. Der Subjekteffekt, der heißt strikt gesprochen, Sie wollen dem Experimentator gefallen, ihm helfen, nett sein zu ihm. Das ist ganz natürliche Reaktion. Ja. Lernen Sie auch in dieser Vorlesung, wie man das vermeidet. Das müssen Sie natürlich vermeiden. Sie müssen in beiden Gruppen neutral herangehen. Genauso gut arbeiten wie in dem einen wie in dem anderen Fall. Und zweitens auch nicht schummeln. Das heißt, Sie wissen schon, dass Entwurfsmuster helfen zum Beispiel, dann wenden Sie sie trotzdem an, obwohl Sie sie nicht sollten. Auch das müssen Sie vermeiden durch Überwachung. Ja? Also gibt es interessante Fragen zu klären, wie man solche Experimente aufsetzt, und ist inzwischen eben extrem wichtig geworden. Das war übrigens nicht immer so. Ich kann Ihnen sagen, dass ich, das ist jetzt etwa 20 Jahre her, ja, da hatte ich aus irgendeinem Grund einen Vortrag halten müssen vor einer großen Gruppe, nämlich der Internationalen Conference on Software Engineering. Ich hatte da einen Preis bekommen und durfte dann was sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, das war 1995, ich weiß es noch ganz genau, ich sagte, wir müssen in der Softwaretechnik mehr Experimente machen, denn wir wissen nicht mehr, was funktioniert. Es ist nicht mehr ausreichend, das für uns selbst auszuprobieren. Das war früher mal so leicht, als sie sagten, ich gehe von Lochkarten auf einen Zeileneditor. Es ist klar, dass der Zeileneditor einfacher und schneller geht. Zeileneditor übrigens haben Sie nie gesehen. Ein Zeileneditor, da sehen Sie nur eine einzelne Zeile aus Ihrer Datei und dürfen diese Zeile modifizieren mit speziellen Kommandos. Keine Maus, können nicht anzeigen, gar nichts. Sie sagen nur, Zeilen von 1 bis 10 ausdrucken, dann kriegen Sie diesen winzigen Abschnitt aus dem Bildschirm und dann können Sie sagen, jetzt an der Zeile 10 auf Position 8 einen Zwischenraum einfügen, da geben Sie ein spezielles Kommando ein. Nicht, dass Sie da hingehen und sagen, ich tippe einfach, nee. Aber trotzdem war das viel besser als Lochkarten. Ja? Und dann kamen natürlich die Bildschirmeditoren, die sich heute ganz natürlich annehmen, dass man das so macht, aber das war ja nicht immer so, ja. Die Bildschirmeditoren waren so viel besser als die Zeileneditoren. Das sagten zum Beispiel Brian Reed, der einer der Miterfinder war, sagt, das ist wie wenn sie Kokain am Schulhof austeilen. So viel besser ist es. Es musste kein Experiment durchführen, um das zu bestimmen. Ja? Aber das ist inzwischen nicht mehr so. Funktionieren Entwurfsmuster wirklich? Funktioniert JUnit wirklich besser als etwas anderes? Ja? Das macht man eben heute mit Experimenten. Und so, mein Beispiel war noch nicht zu Ende. Also ich habe darüber gesprochen, habe gesagt, das muss man eigentlich machen, sonst wissen wir nicht, was wir tun. Wir gehen möglicherweise in eine völlig falsche Richtung in der Forschung, machen irgendwelche Spinnereien, die überhaupt in der Praxis gar nicht wirken und so fort. Und wissen Sie was? Ich wurde ausgebuht. Leute haben Buh geschrien und sind weggegangen. Ja? Das war vor 20 Jahren. Und heute ist es so, wenn Sie heute eine Veröffentlichung machen in der Softwaretechnik, dann muss da zumindest eine Fallstudie dabei sein und sagen, ich habe es an diesem und jenem Programm ausprobiert oder ich habe es an Open-Source-Software ausprobiert, ich habe, was weiß ich, 50 Projekte in Open-Source analysiert mit diesem neuen Analyseverfahren und das sind die Ergebnisse. Ja? Das ist heute Standard. Aber es gibt noch wenige Universitäten, die entsprechende Vorlesungen anbieten und sagen, wie geht das eigentlich? Und daher sieht man oft Artikel, die völliger Schrott sind. Ja, die also die empirische Untersuchungen machen, die total unzuverlässig sind, weil man ja, verschiedenen Themen nicht berücksichtigt werden. Und das machen wir hier. Ja? Okay, gut. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, gut. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. Oh, jetzt haben wir wieder so einen komischen Zustand. Testen und prüfen kommt jetzt. Jetzt. So, Kapitel 5, Testen und prüfen. Mal schauen, ob es noch weitergeht. Sehr schön.
Ja. Ah, jetzt geht's. Sind wir aufgeschlafen, aufgewacht. So, also. Testen und prüfen. Wir sind also jetzt, gehen also dem Ende unseres Zykluses zu. Sie haben natürlich schon getestet, ist klar. Sie kennen JUnit, Sie kennen die Verfahren. Was wir jetzt noch anschauen werden, ist grundlegende Techniken zum Testen. Nicht so sehr jetzt ein Einsatz der Methode der, von JUnit zum Beispiel selbst. Ja. Selbstverständlich ist das auch ein bisschen gelogen, denn wir testen natürlich schon hier in der Implementierung. Während der Implementierung werden bereits Tests durchgeführt, nämlich die Komponententests. Zusätzlich hier kommen noch die sogenannten Integrationstests. Das heißt, Sie nehmen nicht eine einzelne Komponente oder Ihre Hausaufgaben und testen sie, sondern nehmen die Komponenten anderer Leute mit hinzu, um ein Teilsystem aufzubauen und das Teilsystem zu testen. Ja? Und dann gibt es auch noch hier diesen Abnahmetest. Der Abnahmetest ist dann beim Kunden, der sagt, es ist alles jetzt fertig, hier ist das Komplettsystem gesamt zusammengebaut und wir testen es jetzt beim Kunden, um zu sehen, um den Kunden zu überzeugen, dass der Auftrag erfüllt ist. Ja, das ist der Abnahmetest. So, Kapitel 11 aus Brücke gibt Ihnen die Hintergrundinformation dafür. Wir gehen aber wie immer ein bisschen weiter als Brücke. Jedenfalls sollen Sie das lesen. Und Motivation ist richtig, wichtig. Es ist leider so, dass es ganz selten perfekte Software gibt, wenn sie eine bestimmte Größe überschritten hat. Das sind irgendwie irgendwelche kleinen oder größeren Fehler drin. Das scheint irgendwie... es scheint es nicht ohne zu schaffen. Ja? Aber je später ein Fehler gefunden wird, desto teurer ist es. Am teuersten ist es, wenn der Fehler beim Kunden gefunden wird. Dann haben Sie vielleicht den Kunden verloren. Ja? Oder Sie werden in Regress genommen. Sie wollen eigentlich Fehler frühzeitig finden. Je früher Sie es finden, desto günstiger ist es. Und Fehler machen wir. Macht jeder. Ein Fehler wäre es, nach Fehlern nicht zu suchen. Ja? Außerdem gibt es ein sehr schönes Bonmot von dem berühmten Informatiker, den Edgar Dijkstra. Testing shows the presence of bugs, not their absence. Also mit Testen finden wir Fehler, aber wir haben keinen Beweis in der Hand, dass es jetzt keine mehr gibt. Wir wissen nie, wann wir den letzten Fehler gefunden haben. Ja? Also Testen ist kein Verfahren, um zu beweisen, dass die Software richtig ist. Sondern Testen ist lediglich eine Stichprobe, die sagt, naja, bei diesen und ähnlichen Eingaben wird das Programm dann schon richtig funktionieren, wenn es jetzt bei diesem Test richtig funktioniert hat. Aber wissen wir das? Wissen wir nicht. Ja? Edgar Dijkstra zum Beispiel, übrigens ist einer der Informatikpioniere, ein Holländer, der auch in der Parallelverarbeitung sehr, sehr viel geleistet hat. Also von dessen Papiere habe ich verschlungen. Er hat über Semaphore zum Beispiel geschrieben und interessante Probleme gestellt, die Synchronisierungsprobleme enthalten. Unter anderem auch hat er sehr, sehr großen Einfluss auf die Informatik damals gehabt. Aber wie gesagt, er ist leider schon gestorben. So, wir gehen aber jetzt zum Testen zurück. Warum ist das Testen kein Beweis, dass keine Fehler vorliegen? Nun, das liegt daran, weil wir für alle möglichen, wenn wir erschöpfend testen wollten, das heißt also alle möglichen Eingaben überprüfen wollten, würden wir nie fertig. Also nehmen wir nur einfach das Beispiel, Sie wollen überprüfen, dass der Algorithmus zum Multiplizieren von zwei Gleitkommazahlen richtig ist. Der Algorithmus zum Multiplizieren von zwei Gleitkommazahlen richtig ist. Nehmen wir an, Sie nehmen Doubles her. Das haben Sie also zwei Eingaben, jeweils 64 Bit. Ja? Wenn Sie alle Möglichkeiten nur für den Multiplikator überprüfen wollten, haben Sie 2 hoch 128 Möglichkeiten. Das sind, ich würde sagen, Größenordnung 10 hoch 80 Möglichkeiten, etwa. Ja? Also 2 hoch 128, das muss man auf 5 teilen und mit 3 multiplizieren, irgend sowas. 10 hoch 40, ja. Also etwa 10 hoch 40 und wie ist es nochmal, im ganzen Universum gibt es bloß 10 hoch 80 Atome. Ja, also da müssen wir unglaublich jedes zweite Atom im Weltraum, im ganzen Universum benutzen, um zu testen. Dabei haben wir noch nicht gesagt, wie lange es dauert, denn ich muss das Ergebnis ja auch noch überprüfen. Und wie überprüfe ich das Ergebnis überhaupt? Ja? Diese Überprüfung kostet ja auch Zeit, da brauche ich auch eine Maschine, die das macht und die muss es auch richtig machen. Kann da nicht per Hand
durchmultiplizieren. Ja? Das mache ich nicht oft. Das mache ich vielleicht 10 Mal. Also daher ist es also schon bei so einem, stellen Sie sich vor, jetzt haben Sie Eingaben, da kommen hunderte von Bytes durch oder Megabytes. Sie haben eine Anwendung, die verarbeitet ein Megabyte, ja. Das sind ja ein Megabyte, das sind ja 10 hoch 6 Bytes mal 2 hoch 8, also boah, grauenhaft, ja. All diese Möglichkeiten, das können Sie gar nicht mehr hinschreiben, wie viel das sind. Ja? Also aussichtslos. Wir können also nicht alles testen. Wir müssen irgendwann mal aufhören. Und die zentrale Überlegung ist jetzt, und wann sollen wir mit dem Testen aufhören? Was ist ein Kriterium, dass wir sagen, wir können nicht alles testen, wir müssen etwas testen, aber wann dürfen wir denn aufhören mit dem Testen? Und dazu gibt es die sogenannten Testvollständigkeitskriterien oder Testüberdeckungskriterien. Da sehen wir uns einige an. Diese Testüberdeckungskriterien sagen nicht, dass kein Fehler mehr da ist. Es sagt nur, nach diesem Kriterium hast du alles getestet, was nach diesem Kriterium zu testen ist. Und die bestehen meistens darin, dass sie sagen, du musst jeden Teil deines Programms mindestens einmal ausführen. Denn wenn du es nie ausgeführt hast, dann hast du nie eine Chance, dort einen Fehler zu finden. Ja? Nicht ausgeführt, hast keine Chance, Fehler zu finden. Mindestens einmal ausgeführt, hast du wenigstens einmal die Chance gehabt, einen Fehler zu finden, wenn es da einen gibt. Ja? Das machen diese Testvollständigkeitskriterien. Okay. Wir haben folgende Unterschiede. Wir haben testende Verfahren, die sagen, Fehler erkennen. Wir haben verifizierende Verfahren, die machen Korrektheit, Beweis der Korrektheit. Machen wir in dieser Vorlesung nicht. Dazu gibt es Spezialvorlesungen. Und analysierende Verfahren, das heißt, hier bestimmen wir nur Eigenschaften einer Systemkomponente. Zum Beispiel, ob sie ordentlich dokumentiert ist, ob andere Programmierrichtlinien eingeführt sind oder ob sie zum Beispiel schlecht strukturiert ist. Das ist aber kein Test. Das Programm könnte perfekt funktionieren, aber die Analyse könnte sagen, es könnte besser aufgebaut sein. Ja? Wir machen also hauptsächlich testende Verfahren, verifizierende Verfahren machen wir gar nicht. Jetzt gibt es Fehler, Fehler und Fehler. 3 unterschiedliche Dinge. Und zwar, in der Regel nennt man umgangssprachlich alles einen Fehler. Also, wenn eine Software das falsche Ergebnis liefert oder abbricht oder ausfällt oder so etwas, das nennen wir einen Versager oder Ausfall. Im Englischen Failure oder Fault. Das ist also ein eigenes, es passiert. Ich habe eine Eingabe, das Programm rechnet, gibt mir falsches Ergebnis heraus. Dazu sagen wir dummerweise auch, es ist ein Fehler aufgetreten. Ja? Dann spricht man von einem Defekt. Ein Defekt ist ein Mangel in einem Softwareprodukt. Das sage ich an der Zeile, die ist falsch. Das ist ein Defekt. Das ist kein Ereignis, sondern es ist ein Zustand. Ich habe eine Software, die hat, sagt man umgangssprachlich, einen Fehler. Um das zu vermeiden, diese Überlappung der Begriffe zu vermeiden, sagen wir, die Software hat einen Defekt, nicht einen Fehler. Weil Fehler ist der allgemeine Oberbegriff. Man sagt dann also, so ein Defekt kann in der Software schlummern für Tage, für Wochen, für Jahre. Und er wird nie ausgeführt. Und irgendwann mal führt es dazu, dass wir in diesen Defekt reinlaufen, das Ergebnis falsch ist und der Fehler sich manifestiert. Das heißt, der Defekt manifestiert sich in einem Versagen oder einem Ausfall. Es können Defekte, jede Menge Defekte in einem Programm sein, wenn sie nie ausführen oder wenn sie immer in Situationen ausgeführt werden, wo sie keinen Versager auslösen, dann sehen sie den Defekt nicht. Ja? So, und schließlich ein Irrtum oder auch ein Herstellungsfehler ist das, ist ein Vorgang in Ihrem Gehirn, das sagt, ich habe ja was gemacht und das führte zu einem Defekt. Und das nennen wir auch einen Fehler. Das ist der 3. Fehlerart. Ja. Um das zu unterscheiden, nehmen wir hier die Wörter Irrtum oder Herstellungsfehler, um zu unterscheiden. Ja. Sie begehen einen Irrtum, der dazu führt, dass Sie einen Defekt einfügen in die Software. Und dieser Defekt kann Jahre später oder auch nur Sekunden später einen Ausfall verursachen. Ja? Also wir unterscheiden zwischen Ausfall, Defekt, Irrtum. Irgendwann sprach ich immer Fehler genannt. Ja? Zusammenhang dieser Fehlerarten,
Das ist übrigens aus ein Diagramm aus Brügge, also ist nicht so, dass ich mich da gar nicht dafür interessiere. Wir haben also erstmal einen Testfall, der besteht aus einem, unter Umständen aus einem Testhelfer und einem Testtreiber. Die Begriffe erkläre ich gleich. Der Testhelfer und Testtreiber. Ferner kann der Testfall in einer Testfolge oder ein Testsuite eingebaut sein. Das heißt, Sie haben mehrere Tests. Daher diese Raute hier. Der Testfall selbst hat einen Testtreiber und Testfehler. Der Testfall findet einen Versager. Ja, das ist diese Assoziation. Der Versager ist verursacht durch einen Defekt. Und ein Irrtum verursacht einen Defekt. Und natürlich gibt es Stern-Stern. In allen Fällen, ein einzelner Irrtum kann mehrere Defekte verursachen, ein Defekt kann durch mehrere Irrtümer verursacht sein und so weiter. Ja? Was haben wir noch? Komponente. Ein Testfall prüft eine gegebene Komponente. Die Korrektur, die repariert einen Defekt und verbessert damit eine Komponente. Ja? Also wir sehen, dieses UML-Klassendiagramm hilft uns, die ganze Struktur der Begriffe hier zu sehen. Was brauchen wir noch? Jetzt kommen noch ein paar Begriffe. Schauen wir mal, was wir noch haben. Machen wir diese drei Begriffe noch. Es kommen dann noch mehr nächstes Mal. Also zunächst mal Testhelfer. Testhelfer. Ein Stummel oder Stub, für die, die es schon gehört haben, haben sicher Stub gehört, ist ein rudimentärer Platzhalter. Das sagt, ich habe eine Methode, die Methode schreibe ich hin mit leerem Rumpf. Da steht nur, ist wirklich nur ein Stummel. Tatsächlich, ja. Ohne Funktionalität, wenn ein Wert zurückgegeben wird, dann gebe ich immer den gleichen Wert zurück. Wenn ich immer ein Integer zurückgeben muss, dann gebe ich halt 0 zurück, fertig. Das macht mein Stummel, macht überhaupt keine Arbeit, aber ich kann ihn dadurch aufrufen. Wenn ich ein Programm habe, das diese Methode aufruft, kann der Test trotzdem durchlaufen. Ja? Dann gibt es das Konzept der Attrappe. Die Attrappe sagt, ich habe eine Methode, die wird aufgerufen, sie ist noch nicht fertig, aber ich habe so mal eine Pseudo-Implementierung. Für Testzwecke ist die simuliert. Ja, die gibt 2, 3 Ausgaben zurück und die brauche ich, um einen Test durchlaufen zu lassen. Noch weitergehend ist die sogenannte Nachahmung. Die Nachahmung ist eigentlich auch eine Attrappe, aber sie kann noch ein bisschen mehr. Die Nachahmung, der können Sie sagen, programmatisch, was sie tun soll. Sie können also sagen, bei den nächsten 3 Eingaben, gib bitte die folgenden Rückgabewerte zurück. Ja. Oder mehr noch, für den folgenden Test erwarte die folgenden 3 Aufrufe mit den folgenden Parametern. Ich erwarte, dass die kommen. Ich will sehen, ob die bei dir ankommen. Und die Reaktion darauf soll folgendes sein. Zum Beispiel können Sie damit einen Netzwerktreiber nachahmen, ohne dass Sie ein Netzwerk haben. Der tut so, als wäre ein Netzwerk da. Wir können dem Ding also Pakete schicken und es reagiert. Es muss natürlich mit sinnvollen Paketen reagieren. Und das können Sie der Nachahmung, Englisch Mock Object, Mock kommt vom Mockingbird, die Nachtigall, die Melodien aufnimmt und sie nachsingt. Ja? Deswegen Mockingbird. Und die Nachahmung, wie gesagt, da können Sie sagen, was sie tun soll, welches Lied sie singen soll. Damit hören wir auf. Ja? Nächstes Mal geht es hier weiter. Vielen Dank.